Wo ist dein Bein? Oh, dann holen wir das hier so lang. Gut, da haben wir ein Bein. Ja, Gitter, ich habe ein anderes Bein nicht gefunden. Das ist halt Beschwerden, muss ich woanders starten. So. Das sieht schon mal gut aus. Dein Kopf. Wo ist dein Kopf? Warte mal. Kopf ist weg. Aber ich nehme seinen Kopf. Ja, das merkst du nicht, Kumpel. Was soll ich machen? Der Kopf ist... Was ist jetzt los? Oh. So. Gut. Tut mir echt leid, mein Freund. Mehr kann ich für dich nicht machen. Ich das Ding doch nochmal anschauen? Ne, da hat sie rausgeraubt. Gut. Der dort zeigt er mir den Mittelfinger. Geil, die Dinger dort. Komm, ich spendiere dir noch einen zusätzlichen Arm. Ne? Gott, die haben die Sache gemacht. Ist schon eklig, ey. Aber ich habe jetzt eine Knifte. Das ist zum Beispiel jetzt sehr gut, sehr gut. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Puh. Bin sehr... Da eigentlich auch aufstehen wieder, ich weiß. Mal lieber. Dana hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Ja. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Mal nichts sammeln. Oh, ne, ist ein Zwangsjacken. Ein Anzug. Okay. Intensivstation. Raus. Was ist hier los? Was ist denn das für ein... Sind die wegen mir da? Oder was geht hier ab? Nicht autorisierte Mitarbeiter erkannt. Was macht dann dort die ganze Zeit so? Spiel mit mir. Cool. Aha. Hier leuchtet doch nichts. Was war denn das?
Alter! Alter! Und jetzt dreht er noch mehr dran. Kommt nichts dabei raus. Aber hier haben wir noch was. Ich bin so schreckhaft gerade wieder. Aber erstmal ein bisschen zurecht kneten. So. Was sind eigentlich die Munition? 29 Schuss oder was? Okay. Da blinkt's. Oh, Tausender. Überall Blumen. Muss ich jetzt hin? Da hin, gut, dann gehen wir mal da noch gucken. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Ja, guck mal hier. Plasma-Energie, das ist immer gut. Soll ich mal nicht bekloppt gehen bei so einem Spiel? War noch was? Ne? Alles nachladen. Hab ich doch gemacht schon. Weiß ich Bescheid. Noch irgendwas? Was aufmachen? Ich blubbert's die ganze Zeit. Oh, ich bin ein bisschen versaut. Wo sind die dann? Bewaffnet wenigstens, das ist schon mal viel wert. Schuss renn ich da jetzt. Boah, über 50. Das ist gut. Aber wäre mal geil, wenn ich mal noch andere Waffe kriege oder so. Zwangsjagd ist auch nicht geil. Obere Lobby. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Oh, da steht. Isaac, kommen Sie, die sind hinter uns her! Warten Sie! Wer denn? Wer ist hinter uns her? Was ist denn der? Der hat doch hingelaufen. Jawohl, warte! Fuck. Erinnern Sie sich nicht an mich? Ich bin Patient 5. Patient 5, wissen Sie? Erinnern Sie sich? Ja, ich erinnere mich gerade. Dana, Ihre Scheißroute war falsch. Da ist eine Sicherheitsabriegelung. Sie sollten sich beeilen. Die könnten Sie verpassen. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Gut. Mal sehen, wie weit Sie runterkommen. Was ist denn hier los? Wo sind denn die all?
Oh nee, was macht's jetzt? Es ist vorbei. Dana? Dana! Okay, Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Ja. Reden Sie mit mir. Okay. Hören Sie, Isaac, wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Tideman ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umkreist. Wegen des Ausbruchs. Scheiße! Tideman stört mein Gesicht! Wer ist Tideman? Ah, da ist der rauskommen. Ich kann die oben noch nicht untersucht, alles. Ein Depp, den ich hergelaufen bin, ey. Credits. Okay, geht's auch wieder runter. Die Musik macht mich bekloppt. Ja, Leute, die Musik macht mich so bekloppt, ey. Oh, das ist wieder ein Flieger. Oh, was ist das los? Geöffnet. War ich schon nicht drin? Audiolog. TPS-Bericht 1138, Pflegestation. Patientin 3 hat wieder in ihr Bett gemacht. Patientin zeichnet weiterhin mit allem, was ihr unterkommt, darunter auch Fäkalien, etwas, das wie ein Marker aussieht. Ihre Hände zittern jetzt so stark, dass sie nicht mehr selbst essen, trinken oder sich baden kann. Ihre Prognose ist ungewiss. Ende des Eintrags. Okay. Von wo bin ich eigentlich gekommen? Von dort bin ich, glaube ich, gekommen, ne? Ja. Dann bin ich dort rechts runter. Links gibt's nichts mehr. Man muss hier alles insammeln. Wisst ihr, dass ich hier auch nichts verpasse? Munition oder sonst was. Was haben wir hier noch? Credits. Oh, und hier? Ein Medipack. Yeah. Hat schon noch genug Platz. So, wo geht's jetzt aber hin? Darin, Gott. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Gegner irgendwo rauskommen. Ich schlafe da rum. Textlock. So ein bisschen bei meinen analysierten Personen, die sich über das Angstsymptome und oder psychologische Probleme beklagen. An die anderen Krankenhäuser dagegen. Wir sind ausgebucht und haben kaum noch stimmungsaufhellende Medikamente. Nach den jüngsten CEC-Entlassungen und der zunehmenden Spannung zwischen Unitologie und EarthGo war ich davon ausgegangen, dies sei der Höhepunkt. Aber diese neue Welle ist etwas völlig anderes. Dr. Brian Alpas, Psychologieabteilung. Na, wieder experimentiert hier. Und dann kommen da die Bekloppten dabei raus, ne? Was ist denn jetzt da hin? Haben wir sonst alles hier? Gesucht! Isaac Clark, der Nolan war gerade weg, Flüchtlinge. Psychopathisch gefährlich eingestuft. Nicht schnell und sofort Aufenthaltsort melden. Ja, ist klar! Ich bin der Bekloppte, ne? Ich bin der Bekloppte, ist klar. Hat ja gemerkt, was hier rumläuft, ne? Notfallabriegelung, Überquerungsausgang. Alles durchsuchen, nicht, dass man irgendwo Munition oder so verpasst. Wäre mal geil, wenn ich noch knifft. Oh, Speicherstation, saugeil. Trageraum. Stasebetten in Betrieb. Dann kriegt man nichts, ne? Nee. Also bisher gefällt es mir ganz gut. Vor allem, ich weiß noch gar nicht, um was es geht hier eigentlich. Warum und weshalb hier... Auf jeden Fall eine Irrenstation.
wahrscheinlich wieder Experimente. Das ging hier schief. Keine Aufnahme.